Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Helene Fischer sorgt beim Schlagerboom 2019 in Dortmund für Aufregung. Ein Backstage-Foto enthüllt ein pikantes Detail. Dortmund, der Schlagerboom ist doch immer wieder eines der Events des Jahres für Genre-Fans. Am Samstag stieg die Jubiläumsausgabe in Dortmund. Und es war auch sonst keine gewöhnliche Show. Denn zu den Überraschungsgästen zählte eine ganz große: Helene Fischer überraschte ihren Ex-Freund Florian Silbereisen. Unnötig zu erwähnen, dass es bei Helene und Flori ganz emotional wurde. Und auch, dass Helene Fischer ein echtes Kracher-Outfit trug. All das konnten auch die TV-Zuschauer verfolgen. Denn die Riesensause wurde live in der ARD übertragen. Nicht am Fernseher zu sehen war natürlich, was Backstage passierte. Etwa, dass einige, die sich dort aufhalten dürften, auf Fotojagd nach A-Promi Helene Fischer gingen. Maria Voskania postete gleich zwei Selfies mit Helene Fischer in ihrer Instagram-Story. Maria Wehr. Die beiden kennen sich gut, Voskania war 7 Jahre lang Teil des Teams von Helene Fischer und plauderte kürzlich über einen skurrilen Eindruck, den sie vom Megastar hatte. Am Samstag, 2.11., kam es nun hinter den Kulissen beim Schlagerboom zum Wiedersehen. Familientreffen, schreibt Voskania zu einem Selfie, das sie mit Helene Fischer sowie Schlager-Newcomer Tim Peters zeigt. Auf einem anderen posieren Voskania und Helene Fischer mit Leon Taylor. Für besondere Diskussionen sorgt ein Detail auf dem Foto. Genauer, an der linken Hand von Helene Fischer, die sie um Voskania gelegt hat. Mir fiel der Ring an der linken Hand auf, schreibt ein Fan bei Instagram. Hat aber vielleicht nichts zu bedeuten. Tatsächlich ziert den Ringfinger von Helene Fischer ein silbernes Schmuckstück. Nur Modeschmuck aus dem Kaugummiautomaten. Oder ein hochwertigster Ring. Hat sie sich diesen selbst gekauft? Oder von ihrem Lebensgefährten Thomas Sittel geschenkt bekommen? Steckt vielleicht sogar ein Anlass dahinter? Das bleibt offen, sorgt aber natürlich bei manchem für Gedankenspiele. Helene Fischer in ihrer Gänze verzückt jedenfalls auch auf diesem Foto ihre Fans. Und wie immer ist sie schön wie ein Engel, doch nicht nur Helene Fischer begeisterte beim Schlagerboom, auch Andrea Berg sorgte mit ihrem Outfit für Furore. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.